Ho, 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 herzlich willkommen beim CX Tuning Hacks Adventskalender 2023. Jeden Tag öffne ich ein Türchen zu den Geheimnissen einer hervorragenden Kundenerfahrung für dich und deine Kunden. Wie du weißt, sind es oft die falschen Fragen, die wir uns stellen und die im Umkehrschluss falsche Ergebnisse liefern. Deshalb gibt es in meinem Kalender 24 Powerfragen in Sachen Kundenbegeisterung. Ich bin Peggy, deine Podcast-Hostin, und heute sprechen wir über die Frage Kundenfeedback, wie gehst du online mit den Reviews um? Also, die Hälfte der Kunden trifft seine Kaufentscheidung, also 45%, nach einer Online-Suche und 41% nach Produkt- oder Service-Review. Also nochmal 45% nach der Online-Suche und 41% nach Produkt- und Service-Review. Die Frage lautet für heute, nimmst du deine Online-Reviews ernst? Wie sammelst du die Daten und was machst du mit diesen Daten ganz konkret? Und wenn du die Fragen beantwortet hast, dann frag dich doch einfach, wie willst du 2024 deine Online-Bewertungen konkret verbessern? Das war die 7. Frage heute im Weihnachtskalender hier bei CX Tuning Hacks. Es folgen noch weitere 17 Fragen, die garantiert deine Customer Experience verbessern, wenn du die Antworten darauf findest. Wenn du jetzt mehr darüber erfahren möchtest, dann bleib dran und öffne morgen das nächste Türchen. Und wenn du sogar noch einen Schritt weiter gehen willst, dann melde dich doch für ein kostenloses Beratungsgespräch direkt an. Klicke hier auf den Link in den Shownotes und lass uns gemeinsam sprechen, und zwar darüber, wie du deine Kunden am besten begeistern kannst und wie du deine Meilensteine für 2024 planst. Morgen gibt es die nächste Frage für dich, insgesamt 24 Fragen, die dich zu begeisternden Kunden und Kundinnen führen werden. Sei also gespannt und klick dich morgen wieder rein. In diesem Sinn, frohe Weihnachtszeit, deine Peggy.